Herzlich willkommen hier im Maritim Hotel Tiergarten in Berlin zum diesjährigen Finale des Skatmasters, des höchst dotierten Skatturniers der Welt. Mehr als 100 Skatfreunde aus ganz Deutschland haben sich hier eingefunden und spielen um ein Gesamtpreisgeld von 100.000 Euro. Drei von ihnen werden sich für das TV-Finale qualifizieren, das Sie gleich sehen werden. Und der Sieger nimmt dann einen Scheck über 25.000 Euro mit nach Hause. Herr Romilius, wie wichtig ist ein solches Turnier, das ja relativ öffentlichkeitswirksam auch ist, für die Nachwuchsgewinnung bei Ihnen? Wir versuchen natürlich auch, den Online-Skat für uns zu gewinnen, um die Jugendlichen auch auf unsere Seite rüberzuziehen. Wir wollen ihnen ein Angebot unterbreiten, dass sie im Deutschen Skatverband mit Skatmasters gemeinsam auch mal eine deutsche Meisterschaft ausspielen können. Volker Walter, Finalist im letzten Jahr gewesen, jetzt schon wieder beim großen Jahresfinale hier dabei bei den Skatmasters. Das heißt, die Leidenschaft ist ungebrochen, trotz des Gewinns vom letzten Jahr. Die Leidenschaft ist ungebrochen. Der Gewinn hat ja eher angeheizt, noch mehr zu machen oder wieder mitzumachen. War ein harter Kampf für mich dieses Jahr. Ich habe mich erst im letzten Turnier qualifiziert für Berlin. Aber die erste Runde war jetzt ganz okay und ich bin auch gut hergekommen. Also ich freue mich, dabei zu sein. Alle Blätter sind gereizt, alle Trümpfe sind ausgespielt, fast jedenfalls. Denn Vorrunde und Halbfinale des diesjährigen Skatmasters-Finales hier in Berlin sind beendet. Aus über 100 Mitspielern haben sich drei qualifiziert für das große TV-Finale. Und das sind sie. Herr Sauerland, herzliche Gratulation. Sie sind im TV-Finale unter den besten dreien von über 100 Skatspielern. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, danke, eigentlich gut. Kann man ja nicht unbedingt rechnen, dass man also unter die letzten drei kommt. Aber die Karten waren mir in dem Moment hold und es hat geklappt. Ich habe das Halbfinale so ein bisschen verfolgt. Sie haben über 1400 Punkte aus 10:1 gewonnenen Spielen. Jeder Skatspieler wird feststellen, da muss es ordentlich rundgelaufen sein heute. Ist richtig, aber ich habe wirklich gute Karten dann also irgendwann bekommen. Also ich musste eine ganze Zeit warten und war auch eigentlich Letzter. Und okay, aber man mit dem Kopf durch die Wand geht man einfach nicht als Skatspieler, sondern man wartet in dem, bis was kommt. Ja, und okay, es kam dann. Dann hat es geklappt. Mario Buchenau, herzlichen Glückwunsch. Sie sind ins große TV-Finale gekommen. Wie fühlen Sie sich jetzt? Sehr gut. Also in der Vorrunde fand ich, war relaxtes Spielen. Eben war für mich purer Stress. Aber ich habe es erfolgreich meistern können. Jetzt haben Sie 10.000 Euro schon mal sicher. Das ist ja das Preisgeld für den dritten. 25.000 könnten es werden. Was meinen Sie? Wird Sie das eher beschäftigen zu sagen, ach, jetzt möchte ich die 25? Oder werden Sie eher entspannt sein, weil Sie sagen, 10.000 ist ja schon mal schön? Ich werde es ganz ruhig angehen lassen, weil ich sag mal, ein fünfstelliger Bereich zu gewinnen ist schon sehr selten, finde ich sehr gut. Und jetzt warte ich eben ab, wie es sich entwickelt. Frank Dreyer, unser dritter Finalist. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind im großen TV-Finale und ich habe den Eindruck, ein bisschen durch den Wind sind Sie. Also ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich bin überglücklich und es ist sensationell. Jetzt sehen Sie mal ganz kurz, Sie haben eben Ihre Frau angerufen. Wie hat die reagiert? Also die ist auch selber beim Preisgard in Wandsleben beim Weihnachtspreisgard und ich habe die angerufen, die hat die ganze Kneipe zusammengeschrien und ist natürlich auch überglücklich. Ne? Ich habe meine Frau auch beim Skat kennengelernt und das ist eigentlich unser Leben. Ja. Naja, okay. Ja. Haben Sie sich irgendeine Strategie zurechtgelegt jetzt für das Finale oder warten Sie einfach, was da kommt? Na, man möchte jetzt noch nicht alles verraten, das kann ja dann nachher, ja, weiß ich nicht. Also ich denke mal erstmal defensiv beginnen. Einen Finalisten kenne ich und da weiß ich ungefähr, wie der spielt. Der ist noch ein bisschen jünger, hat noch ein bisschen weniger Erfahrung. Anderen kenne ich gar nicht. Und ich denke mal abwarten und vielleicht nicht so viel Fehler machen wie im Halbfinale. Im Halbfinale habe ich so viel Fehler eingebaut. Hab mir gedacht, das kann nie passieren wegen der Nervosität, aber es war grandios. Haben Sie sich denn auch schon Gedanken gemacht, was mit dem Geld passieren könnte? Ja, also ich habe gestern meine Frau gefragt und war jetzt auch ein großes Skatturnier.
in Castrop-Rauxel ist, vom 31.12. bis 3. Januar. Da sagt sie, also wir bauen denn erstmal, weil wir wohnen 55 Quadratmeter und das ist wirklich schwierig. Ja. Und das soll eigentlich ein Grundstein sein, Teil Eigenkapital oder was weiß ich auch immer. Dann drücken wir die Daumen, gut Blatt. Alles klar, danke. Und ob es gute Blätter gegeben hat für die drei Finalisten, das sehen Sie jetzt in unserer Berichterstattung. Bei mir ist als Sachverständiger vom Deutschen Skatverband Wolfgang Schotsch. Grüß dich Wolfgang, schön, dass du hier bist. Hallo Andreas. Das erste Spiel werden wir in erster Linie gleich mal nutzen, um Ihnen, liebe Zuschauer, unsere Bildoberfläche zu erklären. Sie sehen unten die Blätter der drei Spieler. Über dem Blatt von Frank sehen Sie den Skat, Kreuz 7 und Karo 8. Über dem Blatt von Jürgen sehen Sie, wie gereizt wird. Und über dem Blatt von Mario sehen Sie dann, wenn das Spiel begonnen hat, den aktuellen Spielstand. Neben dem roten Punkt den Spielstand des Alleinspielers. Neben dem grünen Punkt den Spielstand seiner Gegenspieler. Frank hat das Reizen gewonnen mit 18. Und spielt Kreuz, ein Blatt, bei dem wahrscheinlich Wolfgang relativ wenig schief gehen kann. Nein, da beim Kreuz geht nichts schief. Das ist ein sicheres Spiel, auch wenn wir hier die Karten der anderen noch sehen können. Das ist natürlich ein nicht ganz zu unterschätzender Vorteil, den wir Frank gegenüber haben, aber an seiner Stelle kann er mit seinem Blatt, glaube ich, relativ sicher auch sein. Sie sehen es jetzt, der Spielstand, 13 Punkte bei Frank, das sind die beiden Karten, die er gedrückt hat, die sehen Sie über seinem Feld, Herz Dame und Herz 10 und 26 Punkte haben jetzt seine Gegenspieler und jetzt dürfte Frank wohl einstechen, das tut er auch, kommt damit ans Spiel und kann Wolfgang eigentlich nur, wenn er falsch ausspielt oder falsch bedient, noch verlieren, oder? Das ist jetzt nicht mehr zu verlieren. Jürgen hat als Aufspieler die klassische Variante des Blankspielens benutzt. Und zwar eine Herzkarte. Mario hat mit dem Ass mitgenommen. Frank bediente. Mario spielte wieder die Herzkarte hinterher. Frank musste stechen. Und somit hat Jürgen auch seinen Trumpf Ass mit nach Hause gebracht. Es wird ihnen allerdings nicht viel nützen. Frank, Sie haben es gehört, ist mit Leib und Seele Skatspieler, hat sogar seine Frau beim Skat kennengelernt. Er spielt seit 30 Jahren, 36 Jahre alt ist er, war aber dennoch extrem nervös vor dem Beginn dieses Finales. Auch das haben Sie eben im Interview sicherlich mitbekommen, aber ich denke mal, dieses erste Spiel, dieser Gewinn wird ihm sicherlich ein wenig mehr Zuversicht und ein wenig mehr Entspannung verschaffen. Skat hat er übrigens von seinem Vater gelernt, hat er uns erzählt im Interview. Da war er 6 Jahre und wie er sagte, seit er 7 ist, lernt sein Vater von ihm. Schauen wir uns mal die Blätter an. Mario hat ein ganz ordentliches 2 Buben, 2 Asse, gewinnt das Reizen, gewinnt damit ein drittes Ass hinzu, wobei nicht jeder bei diesem Blatt unbedingt gereizt hätte, Wolfgang. Das ist ja ein typischer Rollmops, ne? Ja, sehr spannend. Er braucht, zeigt es ja auch, er hat eine Menge Erfahrung, der Mario, und findet riesig mit Pik Ass und Pik 9, sodass aus einem recht bescheidenen Spiel plötzlich ein starker Grang wurde. Rollmops sollten wir vielleicht noch erwähnen. 2 Buben und von jeder Farbe 2 Karten. Macht dann 10 insgesamt. Das nennt der Skatspieler dann einen Rollmops, wie ich mittlerweile gelernt habe. Also es gibt so viele Bezeichnungen für diese Konstellation. Die sind nicht zählbar, glaube ich. So, Mario spielt also seinen Grand ohne Zweien. Das kann unter Umständen in die Hose gehen. War da Gefahr für ihn oder war das Blatt so gut, dass da eigentlich gar nichts passieren konnte? Also so wie die Karten stehen, sehe ich es nicht, dass dieses Spiel verloren gehen könnte. Pik 10 wurde ihm abgestochen, das hat er auch provoziert. Er hätte das Spiel etwas anders aufbauen können, wollte aber auch wohl kein Risiko eingehen und fordert jetzt auch schon mit Pik Dame und dem abgeworfenen Kreuz König den Kreuz Buben. Sticht Kreuz 10, hat damit 43, kann noch Herz Ass und Karo Ass spielen, sind 65 Augen, also er hat das Spiel jetzt schon locker gewonnen. Natürlich geht Pik 9 auch noch nach Hause. 26 ist Mario, hat aber schon viel erreicht im Skat, war mehrfacher deutscher Juniorenmeister und im Jahr 2002 sogar Juniorenweltmeister bei der ISPA, Wolfgang. Das ist schon was, mit dem man sich schmücken kann. Das ist es. Er war auch schon im Skat Masters in einer TV-Qualifikation im vergangenen Jahr. Hat diese auch gewonnen und sich so für damals für das Jahresfinale qualifiziert, ist allerdings da nicht bis ins Finale geschafft. Ich glaube, er war im Halbfinale, aber ganz sicher bin ich da nicht mehr. Wie prognostiziert, 69 Punkte hat er, das Spiel gewinnt er sicher, wenn auch nicht mit riesigem Punktevorsprung, aber darauf kommt es ja letztlich auch nicht an. Ein Punkt über dem Durst reicht ja letztlich aus.
Und da wir gerade von den Skatmasters gesprochen haben, wenn Sie vielleicht auch mal hier sitzen wollen und um 25.000 Euro Preisgeld spielen möchten, dann melden Sie sich doch an bei skatmasters.de im Internet und spielen Sie dort Skat bequem zu Hause, ohne immer nach einem zweiten und dritten Mann suchen zu müssen. Einfach und bequem am Computer und qualifizieren Sie sich vielleicht für das Finale dieses Jahres. So, schauen wir uns die Blätter mal an. Ja, ganz ordentliches Blatt bei Jürgen, oder? Dem Jürgen sind aber wohl eben die Gesichtszüge etwas entglitten, nachdem er den Skat sich angesehen hat. Karo 8, Herz 7. Er hat solch eine aussichtsreiche Karte in der Hand. Kreuz, Pik, Boom, drei kleine Kreuz mit den Bildern, zwei Asse. Man kann riesig zum Grang finden. Und er wird jetzt gezwungen, Kreuz zu spielen. Bringt Pik, Boom nicht ganz so glücklich, dieser Zug. Ich hätte mit Kreuz 7 das Spiel eröffnet, mit einem sogenannten Unterzug. Man sagt auch, die Kleinen holen die Großen. Kleine Trümpfe zwingen große Trümpfe heraus. Aber er hat wahrscheinlich mit dem Pik-Buben auf eine blanke 10 oder ein blankes Ass gehofft. Sehr unwahrscheinlich. Dann würden auch 5 Trümpfe in der anderen Hand dagegen stehen, wenn er ein Trumpf volles bekommt. Und dann wäre das Spiel eh kaum noch zu gewinnen. Und dann ist es ohnehin nicht zu gewinnen. Und so passiert natürlich das, was jeder Skatspieler niemals sehen möchte am Tisch. Der Gegner spielt mit einem selbst Trumpf. Mario fordert jetzt mit der Trumpf 10, die hoch ist, ein volles von Frank. Da ist Frank aber offensichtlich nicht ganz sicher, ob die Trumpf 10 hoch ist, deswegen legt er auch die Pik 8 rein. Ist schwierig zu sagen, was er sich dabei denkt. Er hätte nach seiner Karte Karo Ast dazugeben müssen, die sogenannte Ladung. Und Mario hat 2 Zehnen jeweils einfach besetzt. Und 2 mittlere Herzkarten, kleinere Herzkarten. Es ist ausgesprochen schwierig für ihn auszuspielen und er hat natürlich Glück gehabt, die Farbe zu treffen, dass Jürgen stechen musste. Das ist reiner Zufall eben gewesen. Frank überlegt wieder sehr lange. Skat ist eben doch ein Denksport. Das wird gerne mal vergessen, insbesondere von denjenigen, die Skat nicht oft spielen. Die halten das gerne mal für ein Glücksspiel, aber das ist es nicht. Das ist es nur keinesfalls. 47 haben sie jetzt eingebracht. 57, die Karo 10, 60. Karo Dame 60. Und damit hat der Mann aus Soest gleich sein erstes Spiel verloren. Das ist natürlich ein bitterer Einstieg für ihn in dieses Finale. Und obwohl Frank und Mario das Spiel umgebogen haben und es Jürgen abgenommen haben, haben sie einigen Diskussionsbedarf. Hören Sie selbst. Du musst die Kreuz 10 zuerst legen. Du irritierst mich jetzt mit Kreuz Ass. Da denke ich, dass das jetzt der Trumpf ist. Weißt du? Ja, ja, auch nur die Kreuz hin. Ja, klar. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, wo die beiden Boom liegst. Ich denke, jetzt hast du Kreuz Ass 10, aber. Ja, das ist richtig. Wenn jetzt normal muss ich jetzt, wenn ich. Muss ich jetzt Karo Ass reinhauen, damit wir rauskommen. Ja. Ja, weil ich jetzt dir den zweiten Trumpf hier mehr zurechne. Und wenn du Kreuz 10 liegst, dann ist ja klar. Also um das nochmal zusammenzufassen, Frank hätte von Mario lieber eben die 10 gesehen statt des Asses, weil er sich dann gedacht hätte, dass das Ass auch bei Mario liegt, Wolfgang. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. So, ganz ordentliches Blatt bei Jürgen. 3 Buben, 3 Karo, allerdings kein schönes Beiblatt. Und der Skat ist auch nicht so der Knaller für ihn. Würde zwar, wenn er Karo spielen will, noch einen weiteren Trumpf dazu finden, aber sein Beiblatt wird dadurch nicht besser. Nein. Also, er hat hier wieder eine ausgesprochen schlechte Finde. Und wenn wir uns jetzt mal die Karten der anderen ansehen, ich gehe mal davon aus, er wird Karo spielen, die beiden Herzbilder drücken und dann stehen 4 Trümpfe dagegen bei Frank. Und wenn er dann noch weiteres Pech hat, Kreuz 10 verliert, ist das ein ungewinnbares Spiel, trotz der 3 Buben von oben. Also der Jürgen hat ja ausgesprochenes Pech. Und werden nicht ganz so versierte Skatspieler sagen, Mensch, der hat doch 7 Trümpfe, was soll passieren? 7 Trümpfe, ein ganz berühmtes Spiel, welches schnell verloren geht. Und eine ungewöhnliche Eröffnung von Frank, er führt die 4 Trümpfe und bringt die blanke Herz 10 und trifft sofort die Stichfarbe bei Jürgen. Und Mario gibt jetzt schon auf den Herzboom das Herz Ass. Auch etwas ungewöhnlich. Ja, er fällt auf den alten Trick rein, den niedrigsten Buben auszuspielen. Aber ganz übel. Hoffentlich fehlt es nachher nicht zum Schluss. Jetzt hat der Jürgen schon wieder eine kleinere die Gewinnchance wird wieder größer. Er weiß aber jetzt, wie die Trümpfe stehen und wird vermutlich von oben die Buben jetzt ziehen. Kreuz und Pik Boom. Aber also in dem Fall Pik Boom. Natürlich ist ihm klar, dass er das Ass, das Trumpf Ass damit nicht bekommt. Nein,
Das möchte er nicht, auch schon gar nicht mehr, beziehungsweise er weiß, dass er es nicht bekommt. Aber er muss zusehen, dass ihm in die Farbe gespielt wird, vielleicht mit Kreuz Ass eröffnet wird. Oder er auf irgendeinem Weg seine Kreuz 10 nach Hause bringt. Bringt jetzt Karo, Pik König wirft jetzt Mario ab. Und Frank ist in der Pflicht, eröffnet mit Kreuz Dame. Was macht Jürgen? Nimmt die 10. Ja. Hätte er sie nicht gespielt, sondern die 9, dann wäre die 10 im nächsten Durchgang weg gewesen, weil dann das Ass mit Sicherheit auf den Tisch gekommen wäre. Ja, wenn das Wörtchen wendig wäre. Mario hätte dann den König nehmen müssen, um Kreuz Ass nachzuspielen. Sehr kompliziert alles. Ein hochinteressantes Spiel in der Analyse mit Sicherheit. Eine halbe Stunde wert, um darüber zu reden. Aber wir hören uns jetzt mal die Kurzanalyse von Frank und Mario an, denn sie haben wieder ein klein bisschen Diskussionsbedarf. Ja, wann? Ja, ich habe alles Batterien voll, ne? Ja, 10 war schon mal richtig, das ist die blanke Karte. Egal, da weißt du denn gleich Bescheid. Jo. Oh, Gott sei Dank, dass du den 7. Kreuz nicht spielst. Ja, geht ja nicht. Bist du verrückt? Jetzt muss er Pikas kommen. Wir machen einen etwas größeren Sprung ins Spiel Nummer 14. Sie sehen, Jürgen hat wieder etwas Boden gut gemacht. Mario ist allerdings schon ein wenig davongezogen. Hat auch ein ganz ordentliches Blatt. Nicht doll, aber ausbaufähig. Nicht jedoch, wenn man weiß, was im Skat liegt. Sie sehen übrigens, dass Marios Name gelb unterlegt ist. Das bedeutet, dass er herauskommt bei diesem Spiel, dass er also der Ausspieler ist. Frank gewinnt das Reizen mit 18. Und was macht er jetzt daraus? Also Mario erstmal sehr zurückhaltend, möchte ich sagen, indem er das Reizgebot von 18 nicht gehalten hat. Frank ist somit am Spiel, ausgesprochen durchwachsen die Karten dort und ein ganz, ganz dünner Null. Und nur mit, also so sehe ich es oder sage immer gern, nur mit gütiger Mithilfe der Gegner zu gewinnen. Null für die Skat-Anfänger oder Laien oder diejenigen, die lange nicht mehr Skat gespielt haben. Noch der Hinweis, der Alleinspieler darf keinen Stich bekommen. Bekommt er nur einen, hat er das Spiel schon verloren. So, da gibt es noch einiges zu überlegen. Mario spielt seine blanke Pik 10, gibt seinem Mitspieler Jürgen damit natürlich schon mal einen deutlichen Hinweis, dass Pik vielleicht eine ganz gute Farbe wäre, um den Frank an den Haken zu bekommen. Ausgerechnet diese Farbe führt Frank nicht und hat 3 Möglichkeiten abzuwerfen. Karo König, Herz König oder Kreuz Ass. Kreuz Ass nicht ganz so dramatisch brennend in der Hand und er entscheidet sich für den Herz König zum Abwurf. Mario bleibt am Spiel, muss wieder eine Karte öffnen, zieht Kreuz 10. Jürgen muss übernehmen. Also das Spiel ist noch längst nicht zu Hause für Frank. Jürgen spielt Herz 9 aus. Ist das ein kluger Zug? Er hat hier keine andere Möglichkeit. Er möchte den Mario wieder ans Spiel bringen. Als König ist weg. Das zumindest ist gelungen. Mario und ist nun Ausspieler. Und versucht es wieder mit Kreuz. Warum? Ja, weil Jürgen etwas abwerfen will. Für Mario ist diese Situation eigentlich völlig aussichtslos. Aber Jürgen hätte... Oh Gott. Aber warum wird jetzt nicht Karo das Karo Ass? Karo Ass muss ja, da weg. Genau. Ganz klar. Ja, Mario schüttelt auch den Kopf. Der weggeworfene Pik ist immer noch überhaupt nichts. Ist immer noch zu verlieren, dieses Spiel. Jürgen jetzt mit der Karo 8 nach. Dann ist es schon wieder passiert. Mario übernimmt. Und dann bringt der Pik Dame. Also das ist völlig unerklärlich. Also nun sind, glaube ich, in einem Spiel 3 Fehler gemacht worden von Jürgen. Man sagt eigentlich, eine Serie ist nicht zu gewinnen, wenn du 3 Fehler unterwegs machst. Aber die in einem Spiel, oioi. Entsprechend auch das Durchatmen bei Frank, der auch nicht unbedingt damit gerechnet hatte, dieses Spiel gewinnen zu können. Die gütige Mithilfe der Gegner. Du hast es prognostiziert. Wir machen wieder einen kleinen Sprung ins Spiel Nummer 17. Ganz gutes Blatt für Jürgen und natürlich noch ein weiterer Bube im Skat, was er logischerweise nicht weiß, aber in dem Fall belohnt ihn der Skat tatsächlich mal, wenn er sich traut und er traut sich. Anders als wir es vorhin gesehen haben, da ist er ja schwer bestraft worden, als er den Skat aufgenommen hat. Ja, also auf den ersten Blick schon mal ganz gut. 6-mal Trumpf, aber kein Ass in der Hand. Und nun findet er den Kreuz Buben. Hat also wieder 7 Trümpfe und eine besetzte 10. Da werden wohl Erinnerungen wach. Aber wir sehen es schon, es stehen die Trümpfe nicht in einer Hand. Das heißt, Frank hat einen, Mario 3. Jürgen drückt
Karo 10, Pik 8. Und ich möchte sagen, er gewinnt. Und hat damit die Chance, wieder ins Plus zu kommen. Mit dreien ein Kreuzspiel, also mal Spiel 4 mal 12 wären genau die 48 Punkte, die er in den Wiesen ist. Und dann kommen hier noch die 50 Punkte für den Alleinspieler hinzu, sodass er auf plus 50 Punkte jetzt kommen könnte, wenn er keinen groben Fehler macht. Aber damit ist nicht zu rechnen, denn der Mann versteht auch ein bisschen was vom Skat. Seit 50 Jahren spielt er bereits. Seine beste Position war 10. Platz bei der deutschen Einzelmeisterschaft des Deutschen Skatverbandes, Wolfgang. Was ist das für eine Position? Kann man da mit ein bisschen Renommee machen? Das kann man durchaus. Die Skatmeisterschaft oder die deutsche Meisterschaft des Deutschen Skatverbandes ist sehr hochrangig. Aber das wird jetzt bei ihm mit Sicherheit ganz in den Hintergrund treten. Er möchte dieses Spiel gewinnen, das tut er und wird hoffentlich etwas ruhiger. Auch Frank übrigens, das sollte man noch dazu sagen, hat durchaus schon gute Platzierungen. Seine beste, die 7. bei der Europameisterschaft 2009. Also hier sitzen wirklich drei Herren am Tisch, die wirklich was verstehen von dem Spiel, das sie da spielen. Und da sehen wir es, 87 Punkte, die Gegenspieler sind aus dem Schneider. Jürgen gewinnt dieses Spiel ganz sicher, wie von dir, Wolfgang, prognostiziert. Spiel Nummer 18 findet nicht statt. Keiner der drei Spieler wollte reizen und somit gehen wir mit diesem Stand in die Halbzeit. Mario Buchenhoff führt 494 Punkte, 421 Punkte hat Frank Dreier und Jürgen Sauerland hat es jetzt auch ins Plus geschafft mit 50 Punkten. Entschieden ist also noch gar nichts und wie unsere Geberin Melanie gerade gesagt hat, Kaffee trinken, durchatmen, das ist das Motto für die Kandidaten. Und auch wir sind gleich wieder da mit den ersten Eindrücken unserer Spieler. Willkommen zurück beim Jahresfinale des Skatmasters, des höchstdotierten Skat-Turniers der Welt. 18 von 36 Spielen sind gespielt und so sehen unsere Kandidaten den Verlauf. Sie saßen also gegen mich, total gegen, einmal schlecht gefunden beim Kreuz. Die Anlage war da, man ein bisschen riskieren musste ja, schlecht gefunden. Trümpfe saßen in dem Moment, vier Stück dagegen. Nicht schlecht gespielt, also gut gespielt eigentlich von den Gegenspielern. Und nicht zu gewinnen. Und der Karosolo mit dreien, da ja, kann ich nicht gewinnen, wie sie sitzen. Also es läuft in dem Moment nicht für mich. Aber ich gebe mich auf. Also ich werde so weiterspielen wie bisher. Hoffe, dass ich jetzt mal ein Spiel kriege, dass ich Mario leicht überhole und dass er dann ein bisschen offensiver reizt. Er hat ja bis jetzt sehr, sehr defensiv gereizt, wo ich den Null spiele. Das ist wahrscheinlich auch die einzige gewinnbare Karte. Da hat er ja auch wieder alles dagegen. Und es ist natürlich leichter für ihn, wenn er führt, defensiv zu spielen und versuchen, aber umso näher ich rankomme, umso offensiver muss er werden und das hoffe ich mal, dass das meine Chance ist. Ja, ich muss warten, ne? Also ich hätte zwei Spiele machen können beim Eingepassten, aber da war ich mir nicht sicher, findest du was Gutes? Ich hätte spielen können. Jetzt musst du natürlich abwarten, wenn er davon rennt, musste ich jetzt auch langsam dann ins Spielgeschehen eingreifen, aber ansonsten warte ich noch, solange ich vorne bin, brauche ich ja nichts machen, ne? Naja, man könnte natürlich auch was tun, um vorne zu bleiben, aber nicht mit den Karten, die Mario da jetzt hat. Das schreit nicht unbedingt nach einem Reizgebot. Frank hingegen, drei Buben, drei Herzen, zwei Asse, Wolfgang, damit kann man schon was anfangen. Damit sollte er schon 18, mindestens 20 reizen. Aber bei den anderen beiden sieht es nicht so aus, als wenn sie da auch nur annähernd mit reizen und schon passiert, gepasst. Frank nimmt den Skat auf, drückt zwei kleine Pik, Pik 9, Pik 8. Hat aber jetzt gegen seine 6 Trümpfe 4 bei Jürgen. Das könnte es etwas schwieriger machen. Da gehen auf sicher zwei Stiche an, den Jürgen, Herz Ass und Kreuz Bube. Aber nun macht er, glaube ich, ein bisschen ungünstig auf mit der kleinen Karo-Karte, sodass Frank mit Karo Dame, mit dem klassischen Schneiden, ans Spiel kommt. War vermutlich der Versuch von Jürgen, Mario ans Spiel zu bringen und Frank damit in die Mittelhand zu bringen, in die unangenehme. Ja, also ich stelle mir vor, er stellte es sich so vor, Mario übernimmt mit dem Karo Ass, Frank muss bedienen, spielt Pik hinterher, sodass Jürgen dann auch noch ein bisschen einstechen kann mit dem Herz Ass. Aber wie es so ist, mach du nur einen Plan und sah ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Und jetzt tappt da das zweite Mal rein, indem man einen kleinen Kreuz spielt. Frank kommt wieder mit dem Kreuz König ans Spiel, stellt somit auch sein Ass hoch, Karo Ass hoch. Und ist das jetzt schlecht gespielt von Jürgen oder war das einfach nur Pech, dass es nicht so gelaufen ist, wie er sich vorgestellt hat?
zwei Überlegungen. Einmal dachte er vielleicht, Karo 10 doch noch nach Hause zu bekommen und irgendwo eine Karte bei Mario zu treffen. Es ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, das Spiel war im ersten Stich schon versaut. Wie auch immer, Frank hat gewonnen, deutlich mit 84 Punkten. Und damit, Sie sehen es, hat er aufgeschlossen zu Mario. 491 zu 494 Punkten. Also da geht es jetzt in den Infight, würde man beim Boxen sagen. Ganz ordentliches Blatt bei Mario, auch ein ordentliches Blatt bei Frank. Könnte ein schönes Reizduell werden, aber Mario hat bereits gepasst. Hättest du gepasst mit diesem Blatt? Ja. Hätte ich auch getan. Warum? Also da ist kaum etwas zu gewinnen. Ja. Fünfmal Trumpf, dann in Herz, ein Ass besetzt, Pik König blank, Kreuz 10. Und sehr, sehr mutig von Frank, in Mittelhand hier 18 zu sagen. Ausgesprochen mutig. Und stellt sich jetzt die beiden Asse blank und spielt Herz. Und wir sehen, bei Mario stehen 5 Trümpfe dagegen. Also hier scheint es jetzt gleich zu kribbeln. Sowas verliert sich schon mal ganz gerne, so ein Spiel, aber schauen wir mal. Und das ist natürlich jetzt schön für ihn, dass das Ass, das Karo Ass schon mal aus dem Spiel ist, dadurch sind, und der König kommt hinterher, das heißt seine Karo 10 und seine Karo Dame sind hoch. Da geht nichts mehr drüber in der Karo-Farbe. Das macht es einfacher für Frank, oder? Wesentlich einfacher erstmal. Karo 10 ist jetzt schon mal zu Hause. Jetzt macht er, wir haben es vorhin schon einmal erwähnt, diesen Unterzug mit Herz 7 und lockt schon Pik Boom. Und ich glaube, bei Frank gehen jetzt mehrere Szenarien durch den Kopf. Wie stehen die Trümpfe? Oh Gott, wird er schon vermuten, bei Mario sitzen 5 Trümpfe dagegen. Jetzt kommt er mit dem Ass ans Spiel. Also 4 werden es mindest sein, denn Jürgen wird ja nur den Pik Buben spielen, wenn er im besten Fall Kreuz und Pik Buben hat. Das heißt, 4 Trümpfe stehen in jedem Fall dagegen. Wahrscheinlich sogar Frank 5. Führt ja selber den Kreuz Buben. Ja klar, hat er, sicher. Und Jürgen nimmt ja wohl nicht auf Herz 7, auf Trumpf 7, seinen höchsten Trumpf, den Pik Buben, raus. Also keinesfalls. Jetzt macht Frank einen Sicherheitszug oder vielleicht mal so einen Abtasterzug mit Herz Buben. Bekommt natürlich eine Fehllusche und Trumpflusche seiner Gegenspieler. Nun sollte er Kreuz Ass ziehen, um nicht wieder ans Spiel gebracht zu werden, um eventuell seine Herz 10 zu verlieren. Macht er auch. Macht er, wird Karo Dame hinterherbringen und jetzt kann passieren, was will. Er gewinnt sein Spiel. Super gespielt von Frank. Erstmal klasse angereizt, sehr, sehr mutig in Mittelhand. Und er hat sich hier als Profi gezeigt und sich dem Zufall zunutze gemacht, mit dem ausgespielten Karo Ass, Karo 10 Dame damit nach Hause gebracht, beziehungsweise Karo 10. Die Dame spielt er jetzt. Mario muss stechen mit dem Herz Ass. Und egal, was er jetzt anspielt, Frank bekommt immer die Kreuz 10 nach Hause. Ebenso wie die anderen Stiche auch. Kreuz Bube ist höher als der Karo Bube. Herz 10 ist höher als die Herz Dame. Und insofern geht dieses Spiel ganz sicher an Frank, der damit die Führung übernimmt. Und Mario sieht auch nicht so wahnsinnig glücklich aus im Moment. Denn er weiß, jetzt ist er im Zugzwang. Was er eben zur Halbzeit gesagt hat, solange ich vorne bin, muss ich nichts unternehmen. Das hat sich jetzt erledigt. Und ich merke, Wolfgang, du bist angetan von Franks Spielweise, oder? Die war sehr gut eben. Mit solchen Spielen gewinnt man Meisterschaften. Nicht mit dem Gang mit Vieren, der kommt. Aber solche Spiele, mutig 18 sagen in Mittelhand, ans Spiel kommen, die Karten des Gegners nutzen und das Spiel sauber nach Hause bringen. Obwohl es nur 70 Augen waren, die ihm das Spiel gebracht haben und die Führung. Spieler 21, Bube und Ass im Skat. Das weiß natürlich keiner unserer drei Kandidaten, aber wir wissen es und wir wissen, dass jeder Skatspieler sich freut, wenn er nicht gerade Null spielen wollte über einen solchen Skat. Speziell hier der Frank. Also ihm hätte dieser Skat hervorragend gepasst. Ein Kreuz mit 6-mal Trumpf, 2 Assen in der Beikarte, Herz 10, Dame drücken. Aber nun sagt er sich, oh, um Gottes Willen, jetzt schon 2-mal großes Glück gehabt. Einmal vorhin beim Null und jetzt in diesem Spiel im letzten Herz. Bloß wegbleiben jetzt. Und Mario muss ja auch wieder was unternehmen, denn er liegt ja nicht mehr vorn. Und jetzt muss er angreifen. Immer eine etwas unkomfortablere Situation natürlich. Und er tut es auch. Hat ja auch ein durchaus ordentliches Blatt. Da kann man sicherlich nicht meckern. 6 Trümpfe, Ass, Ass 10. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Richtig. Ich kann mir auch gut vorstellen, es gibt Tage, an denen Mario mit diesen Karten auch krank spielt. Aber nun, er will die Führung zurück. Lieber das sichere Spiel, die sicheren 72 Augen.
einfachen Pik 22 plus 50 Punkte für das gewonnene Spiel. Lieber diese nach Hause bringen und sich dann in der Liste wieder vor Frank setzen. Es läuft relativ glatt für Mario. Da kann, glaube ich, auch nicht viel schiefgehen bei dieser Kartenverteilung. Denn die Trümpfe sind ja auch recht gleichmäßig verteilt. Da kann ihm eigentlich nichts passieren, oder? Ja, übel war schon eben der Abstich mit, von Karo Ass. Frank führte kein Karo und konnte Karo Ass Dame stechen. Und Jürgen vermutet natürlich noch einen Stich auf seinen König zu machen. Mit einer hohen Karte von Frank, mit der sogenannten Ladung. Und jetzt sichert er mit dem Abstich von Kreuz Dame, dass Mario nicht Karo 9 wegwirft. Also er muss überstechen und Jürgen weiß, obwohl es nicht zum Sieg reichen wird, er macht noch einen Stich auf Karo König. Mario zieht jetzt die Trümpfe ab, beziehungsweise den Trumpf, Karo 7 weg. Jetzt kommt er schon ordentlich mit der Karo Dame, Karo 9, Kreuz Ass als Ladung, Karo König. Damit ist man in jedem Fall aus dem Schneider. Aus dem Schneider, 44 Augen und Rest sitzt bei Mario. Er hat das Spiel gewonnen und damit nimmt wieder die Führung. Ganz genau. Wenn auch nur knapp, 5 Punkte müssten sein, wenn ich das richtig rechne, die jetzt wieder vor Frank liegt, der 26-jährige Versicherungskaufmann aus der Nähe von Kassel. Es bleibt also spannend hier im großen Finale von Skatmasters, dem höchstdotierten Skat-Turnier der Welt. Und nochmal der Hinweis, im Internet unter skatmasters.de können auch Sie online Skat spielen und sich vielleicht qualifizieren für das große Finale. Spiel Nummer 22. Wir sehen drei Buben, Ass König bei Mario. Das ist schon mal gar keine schlechte Ausgangsvoraussetzung, zumindest von den dreien, die ich hier sehe. Wolfgang, die beste. Auf jeden Fall. Und so sieht es mit Sicherheit auch Mario. Allerdings sitzt er in Mittelhand. Sie sehen es, Jürgens Name ist gelb unterlegt. Das heißt, Jürgen spielt aus. Findet noch ein Ass dazu. Mit drei Buben, zwei Assen. Ein starkes Spiel. Und nur welches? Drei Pik, also er hätte sechs Pik-Trümpfe. Er hat drei Buben, könnte also auch Grand spielen. Was empfiehlt sich da? Also ich meine, der Grand liegt hier wesentlich näher. Aber die gedrückten Karten sind für meine Begriffe so ein bisschen unglücklich. Ich hätte gedrückt Karo König, Karo 8, in der Hoffnung auf Herz 10 noch einen Stich zu machen. Denn die Anzahl der Punkte, die beidseitig abzugeben sind in Karo oder Herz, sind gleich mit 28. Und es trifft ihn hier jetzt mit aller Härte den armen Mario. Jetzt wird er an Karo vorgeführt. Er muss beide Karo-Stiche abgeben, einen mit allen vollen, Karo Ass, Karo König, Karo 8, Karo Dame und Herz Ass jetzt auch noch rein. Und wenn Jürgen richtig gemeint ist, wird er jetzt noch ein Karo ausspielen, um ihn richtig quälen. Und da ist es schon passiert. Karo 9, er muss stechen, weil er auch noch nicht mal weiß, welche Lusche er abzutragen hat. Ja, er könnte ja die Pik 9 oder Pik 7 abwerfen. Wäre das von Vorteil für ihn? Wenn die Pik 2-2 stehen, macht sogar noch eine Pik Lusche einen Stich. Kreuz 10 muss er unbedingt fangen, sonst ist das Spiel verloren. Also er hat sich da im Grunde genommen in eine schlechtere Position manövriert, als er ursprünglich vorgefunden hat mit diesem falschen oder aus seiner Sicht falschen Drücken. Sehr unglücklich gedrückt. Es hätte sich auch noch angeboten, Herz 10 Karo König zu drücken, um die Gegner so ein bisschen im Unklaren zu lassen, wie die Kartenverteilung da ist bei ihm. Aber ich glaub, er hat die denkbar schlechteste Variante gewählt. Jetzt sind schon 53 Punkte bei den Gegnern. Kreuz 10 muss er abgeben, beziehungsweise den Kreuz König muss er abgeben mit der Kreuz 10. Und damit haben die Gegner mindestens 67. Kreuz Dame wird dann auch noch da reingehen oder Herz Dame. Also er kann das Spiel nicht gewinnen. Schade. Mario spielt aus. Erstmal den Buben, schaut sich an. Was passiert? Als nächstes wird er mit Sicherheit das Kreuz Ass spielen. Ja. In der Hoffnung, die 10 noch zu fangen. Aber auch wenn er umgekehrt hat, sind beide Male 70 Augen. Genau, wenn er mitgezählt hat, weiß er, dass er die nicht fangen kann. Da kommt und er hat jetzt auch die 10 Sicherheit auf den Tisch. Da ist auch sein entsprechend verzweifeltes Gesicht. Ja, er weiß es. Ja, und so geht der Grau mit Zweien verloren. Das ist teuer. Sie sehen, er hat ist auf unter 400 Punkte gefallen damit und da wird ihm jetzt einiges nochmal durch den Kopf gehen, was dieses Spiel, das er da eben gespielt hat, anbetrifft. Wir machen einen Sprung in Spiel Nummer 26. Sie sehen, Mario hat wieder ein bisschen aufgeholt, Frank hat noch ein bisschen zulegen können, Jürgen hat sich mal wieder in die Miesen katapultiert. Und Mario hat jetzt natürlich die wir vorhin schon mal angesprochen haben, unangenehme Position, dass er angreifen muss.
Wobei mit dem Blatt, das er da hat, ist das gar nicht mal so unangenehm. Ein Trumpf wird er noch finden im Skat, wird dann sicherlich Karo spielen mit zwei Assen im Beiblatt. Gut, 7 und 8 Wolfgang sind nicht so günstig, aber das ist schon ein ganz vernünftiges Blatt, das er da hat. Das ist gut. Es sind 6 mal Trumpf, 2 Buben davon und in der Beikarte Ass-Lusch. Ass-Lusch. Und die Trümpfe also sind gut verteilt bei den Gegnern, da kann, von da droht ihm also auch keine Gefahr. Das wissen wir. Ja, nun. Das wissen wir. Ja, er muss kämpfen. Er muss an den Frank rankommen, er will es auch. Jürgen ist jenseits von Gut und Böse, er hat zwischendurch noch einen Null verloren. Aber meine Güte, Jürgen ist Dritter beim Skat Masters, das bedeutet immerhin auch 10.000 Euro Preisgeld für ihn, also der muss nicht traurig aus dem heutigen Tag rausgehen. Niemand von diesen dreien. Und Jürgen kann sich hier auch schon gar nicht mehr verschlechtern, also unter die 10.000 zu rutschen. Aber es ist natürlich schon so weit abgeschlagen zu sein von den beiden anderen. Für jemanden, der 50 Jahre Skat spielt, wie Jürgen das tut, ist das schon relativ bitter. Bleibt heute schon ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, habe ich das Gefühl auch. Ne? Es sieht so aus. Er hat zwischendurch ein oder zwei, vielleicht auch drei kleinere oder größere Fehler gemacht. Nun, das passiert, das ist auch die Aufregung. Und da muss man einfach durch. Jetzt in diesem Spiel noch die spannende Frage. Schafft Mario es, seine beiden Gegenspieler im Schneider zu halten, also unter 31 Punkten? Er kann es, dann müsste er jetzt Kreuz 7 spielen. Und das tut er nicht, er holt nochmal die Trümpfe ab. Ich glaube, das kleine Gespräch mit Melanie hat ihn eben so ein bisschen vom rechten Weg abgebracht. Er hatte noch die Trümpfe, Herz Ass, hätte Kreuz 7 spielen können, wären drei Augen gefallen. 29 für die Gegner. Könnten eventuell 9 fehlende Augen in der Endabrechnung sein. Wir warten es ab. Es ist erst Spiel 26. 10 Spiele stehen also noch aus. Von diesen überspringen wir 4, darunter ein eingepasstes und einen einfachen Grand für Frank und landen damit direkt in Spiel Nummer 31. Sie sehen es, Frank ist ein bisschen wieder davongezogen. Jürgen hat sich wieder in die positiven Punkte manövriert und hat jetzt natürlich mit den oberen drei Jungs und einem Ass und Kreuz, Karo 10, Dame 7 ein schon mal ziemlich ordentliches Blatt, das durch den Fund eines weiteren Karos und des Herzass natürlich noch besser wird. Karo spielen auf sicher oder einen Grand, Wolfgang? Grand. Er ist in Vorhand, sollte Pik 10 und Herz-Lusche drücken. Grand. Grand ist schon mal klasse. Was hat, wir was wissen hat er gedrückt? Nicht. Ja. Da ist es. Karo 10 und Pik 10. Der Pik 10 war klar, die war blank, aber die Karo 10, also ich bin... Ja. Kein großartiger Skatspieler, glaube ich, aber das hätte ich nicht gemacht, denn die kann er ja gar nicht verlieren, wenn er 4 Karo auf der Hand hat, 3 sind nur noch draußen, das heißt, die 10 bringt er in jedem Fall nach Hause. Richtig, so sehe ich das auch. Andererseits mit der Lusche hätte er natürlich auch an Punkten nichts gewonnen, nichts gesichert, wenn er die gedrückt hätte. Aber er hätte sich einen Stich mehr sichern können, aber er hat auch trotzdem Pech, der Jürgen. Es sitzen die verbleibenden 3 Karos genau in einer Hand bei Mario. So, wie geht... Ah, Herz, Dame Herz 10 wurde geladen. Deshalb bringt er jetzt die Herz-Dame weiter. Mit dem Wissen möchte ich schon sagen, dass Jürgen Herz-Ass führt und kann jetzt auch nicht sich noch den Herz-König-Stich sichern. Beziehungsweise ein Herz ist noch draußen, Herz-König. Somit machen beide Herzkarten Ass und 8 den Stich. Da ist er wieder gewonnen. Der verlorene Stich, der vorhin durch das Drücken abgegeben wurde. So, Mario hat es schwierig. Also für mich sah das nach einem, oder sah das nach einem sehr sicheren Blatt aus, das Jürgen da hatte. Hat er das gefährdet durch das Drücken der Karo 10? Ich könnte mir vorstellen, da müssen wir aber nochmal die Karten legen. Es hätte eventuell verloren werden können bei Spitzenspielweise der Gegner. Aber das möchte ich jetzt hier so auf die Schnelle nicht sagen. In jedem Fall hat er sich aber unnötig in Gefahr gebracht, ja, damit. Auf sicher, ja. Eventuell sogar einen Schneider verschenkt, man weiß es nicht so genau. Jetzt aber hat er 60 Punkte und noch 2 Jungs auf der Hand, also gewonnen ist das Spiel in jedem Fall. Andererseits, es bringt ihm nicht so wahnsinnig viel, denn mit der Entscheidung des heutigen Finales wird Jürgen nichts mehr zu tun haben. So viel steht mal fest, dazu sind Mario und Frank zu weit vorne und auch Mario muss sich ranhalten, in den letzten 5 Punkten noch über 300 Punkte auf Frank aufzuholen. Machbar. Aber auch realistisch, wir werden sehen. Wir überspringen 2 Spiele, beide gingen an Jürgen, ein gewonnener Herz und ein verlorener Grand ohne Vieren. Da hat er alles riskiert
um noch ein bisschen aufschließen zu können, um vielleicht Mario wenigstens noch überholen zu können und auf Platz 2 zu kommen. Aber 18. Es sollte nicht sein, die Karten waren in dem Fall gegen ihn. Nun also, ein Blatt, das auf den ersten Blick für Mario ganz ordentlich ausschaut. Er hätte 7 Piktrümpfe und ein Ass dazu. Ja, und blanke 10, die kann man drücken im Zweifel oder bekommt was dazu. Ja, ja, ja. Und würde dann, wenn er das Reizen gewinnt, was jetzt der Fall ist, natürlich noch 2 Kreuz dazu bekommen und hat damit eigentlich einen unverlierbaren Peak aus meiner Sicht, oder? So sehe ich es auch. Ich darf nochmal auf den Jürgen zurückkommen. Wenn man schon kein Glück hat, dann kam bei ihm auch noch tatsächlich das Pech dazu. Solch ein schöner Gang ohne Vieren. Er wäre rangekommen, knapp an den Mario. Aber nun mit 13 Punkten ganz, ganz weit weg. Und man kann es verstehen, dass Jürgen sich Mühe gegeben hat, Zweiter zu werden, denn erstens ist es natürlich eine Frage der Ehre und zweitens auch eine Frage des Geldes, denn der Unterschied zwischen Platz 2 und Platz 3 beträgt immerhin 5.000 Euro. Der Dritte bekommt ein Preisgeld von 10.000 Euro hier heute, der Zweite 15.000 und das zur Erinnerung, der Sieger geht mit 25.000 Euro nach Hause. Noch kann Mario dieser Sieger werden, wenn er auch 250 Punkte hinter Frank liegt, aber ein verlorenes Spiel bei Frank oder 2 gute gewonnene für Mario können da durchaus noch den Ausschlag geben. Es bleibt also spannend, wenn wir jetzt in die Pause gehen und gleich sind wir wieder für Sie da mit dem Endspiel dieses TV-Finales von Skatmasters. Und noch einmal willkommen zurück zum großen TV-Finale von Skatmasters, dem höchst dotierten Skat-Turnier der Welt. Wir sind im entscheidenden Spiel, in Spiel Nummer 36. Spiel 35 ging an Frank. Ein Karo-Spiel, das er gewonnen hat. Sein Vorsprung jetzt 330 Punkte. 314 sind maximal möglich aus einem Spiel herauszuholen. Bei einem Grau mit Vieren, Hand, Schneider, Schwarz. Und Frank weiß das natürlich, dass ihm dieser Sieg nicht mehr genommen werden kann. Sie sehen es auch, er würde ja aufhören zu lächeln, wenn er könnte. Aber das gelingt ihm beim besten Willen nicht. Denn er weiß, ganz egal, was hier passiert, wenn er kann nicht so hoch verlieren, dass er noch hinter Mario fällt. Mario kann nicht so hoch spielen, dass er ihn überholen kann. Der Sieg ist ihm nicht mehr zu nehmen. Und Wolfgang, verdient aus deiner Sicht? Hochverdient. Ganz klar. Hochverdient. Mit 12:0 Spielen geht er hier aus dieser Serie raus. Und dieses eine Spiel war, glaube ich, der Knackpunkt. Wir sprachen vorhin davon, mit solchen Spielen gewinnt man Meisterschaften. Das Herzspiel mit 5-mal Trumpf, wo er so mutig 18 gesagt hat. Und dann wurde er belohnt, auch mit guten Karten. Und natürlich dann auch der Grand, den Mario verloren hat direkt nach der Pause. Der hat Mario vermutlich das Genick gebrochen. Man kann sagen, dieses eine Spiel hat ihn möglicherweise 10.000 Euro gekostet, denn das kann den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Platz ausgemacht haben. Man kann auch lange darüber diskutieren, wie dieses Spiel zu spielen war. Der Grand vorhin von Mario mit dem Drücken, mit dem Spielen. Letztendlich, so ist es gelaufen. Das ist jetzt das Ergebnis. Mario hat dem Frank nochmal die Chance zum Schaulaufen gegeben. Er hätte durchaus hier ein Kreuz reizen können. Mario ließ dem Frank aber das Spiel, sodass er mit einem einfachen Peak hier diese Serie, das Peak-Spiel wird er gewinnen, abschließen kann. Herzlichen Glückwunsch, Frank. Gut gespielt, Mario, und ein hervorragender dritter Platz für Jürgen. Glückwunsch in jedem Fall für alle drei, denn wir haben es ja schon festgestellt, als Verlierer geht hier keiner vom Tisch. Auch der Jürgen als Dritter geht ja noch mit einem ordentlichen Preisgeld nach Hause. Und Sie sehen es, Frank lächelt und lächelt und lächelt. Ja, kann er sich so sehr erlauben. Gratulation der drei Spieler untereinander. Hier nochmal das Ergebnis. 1138 Punkte für Frank, 725 für Mario und 13 für Jürgen. Und wenn man sich das so anschaut, ein 36-Jähriger gewinnt, der 26-Jährige wird Zweiter. Da muss einem eigentlich um den Skat-Nachwuchs gar nicht mal so sehr bange sein. Jedenfalls nicht bei skatmasters.de. Schauen wir mal und hören wir mal, wie die Kandidaten den Spielverlauf beurteilen. Fix und fertig bin ich. Nein, ich bin nicht traurig. Ich habe schließlich in dem Moment einen dritten Platz gemacht. Nein, die Karte war grausam. Es war in dem Moment einfach gar nichts zu machen. Ich konnte die Karte geschlossen aufnehmen und wieder so zusammenpacken. Es lohnte sich nicht, in dem Moment eigentlich groß auseinanderzustecken.
ja, keine Spiele bekommen. Dann das Knackspiel für mich war der Krang, wo ich eigentlich Peak spielen wollte. Aber habe ich gedacht, bei Passe, der Krang läuft. Und das war mein Knackpunkt. Wenn ich den gewonnen hätte, dann hätte ich mich weiter zurücklehnen können. Aber so habe ich leider verloren und musste als hinterm Frank hinterher rennen. Das war leider fatal für mich. Ich bin hundertprozentig zufrieden. Also wenn mir einer vorher gesagt hätte, Mario, du wirst Zweiter beim Turnier, hätte ich das sofort unterschrieben. Also ich bekomme denn die ein, zwei Spiele, die ich brauchte, um gleichzuziehen, oder dann war es ja Kopf an Kopf und jetzt macht Mario natürlich den Fehler, dass er den Krang spielt, anstatt das sichere Peak, weil zu dem Zeitpunkt war das eben viel zu früh. Ne? Und den Krang kann man spielen, aber in Mittelland ist natürlich die schlechteste Situation und nach dem zweiten Stich wusste er eigentlich schon, dass er nicht mehr erwähnen kann. Na gut, meine Oma hat immer gesagt, das Spielen ist mir noch nie reich geworden, aber ich denke mal, ich habe jetzt das Vermögen bestimmt verdoppelt. Und das ist schon Wahnsinn. Also, traumhaft. Wenn Sie diesen Traum auch erleben möchten, dann qualifizieren Sie sich im Internet unter skatmasters.de. Das war unser großes TV-Finale. Ich bedanke mich bei Wolfgang Schutsch vom Deutschen Skatverband. Gut Blatt, Andreas. Gut Blatt, Wolfgang. Mein Name ist Andreas Heinzgen. Bis bald.